entspannten Tag zu Hause, wo man nichts Besonderes, Großartiges vorhat, zieht man sich natürlich bequem an, also erstmal Jogginghose und T-Shirt an und dann kann's losgehen. Als erstes nehme ich von BB die Intensivpflege für trockene Haut. Als nächstes benutze ich die Foundation von Max Factor. Dann benutze ich von Catrice Cosmetics einen Concealer mit der Farbe 10 Porzellan. Stift ist von L'Oréal Paris. Zum Schluss benutze ich Wimperntusche. Das ist von Astor, die Wimperntusche. Ich finde die Bürste richtig, richtig gut. Die verpasst den Wimpern viel Voluminosität. Jetzt mache ich nur noch meine Haare fertig und eigentlich sind die immer schön voluminös und lockig auch, aber nachdem ich sie durchgekämmt habe, sehen sie einfach nur noch nach nichts Besonderem aus oder einfach nur durchstrubbt. Deswegen bürste ich meine Haare erstmal durch, danach nehme ich ein Trockenshampoo oder dementsprechend wasche ich meine Haare. Aber dieses Trockenshampoo ist wirklich sehr gut, das ist von Batiste. Natürlich darf zum Schluss auch nicht meine Uhr fehlen, deswegen die ist eigentlich immer ein Muss bei mir, egal bei welchem Tag.